begrüße Sie heute zu unserer 36. Sendung ab dem 19. September 2020. Wir Schüler der Regionalschule Amschoriner See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze in der Region, sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend auf diesem Kanal laufend zu sehen. Heute bin ich, Melina Peker, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Verantwortung für die Produktion hat Polina Kaminsmann. Also, was haben wir heute im Programm? In unserer 36. Sendung. Ein Filmbericht aus Bad Klein. Jetzt aber erst zu den Informationen aus der Region. Die Notfalltelefonnummer von Zweckverbandes Wismar und der Wemacom in Schwerin. Hier ist der Zweckverband Wismar, Ihr Partner für Wasserversorgung, der Lieferant für mollige Wärme. Der Zweckverband Wismar. Jetzt haben wir für Sie die Filmberichte vorliegen. Gestaltung, Ausführung und Idee Melina, Kim und Polina. Von der Schulstraße in Bad Klein, die ab 21. September 2020 für mehrere Monate gesperrt sein wird. Thomas Fennig-Schmidt sagte Folgendes. Das Amtsdorf Mecklenburg-Bad Kleinen, das auch die Gemeinde Bad Kleinen vertritt, ist sehr rührig auch im Einwerben von Fördermitteln und hat es auch geschafft, für die Schulstraße Fördermittel für den Straßenbau zu bekommen. Das ist wichtig, weil viele Straßen im Zustand sind, der einfach nicht zeitgemäß ist. Eine Gemeinde, die Straße in Ordnung bringt, müssen wir natürlich vorher unsere Leitungen den heutigen Anforderungen anpassen. Und in der Schulstraße machen wir das auch, was wir überall anders machen. Die Leitungen, die wir dort haben für Schmutz und für Regenwasser, die liegen derzeit weit verbreitet auf öffentlichen Flächen, sondern auf privaten Flächen. Und das wollen wir in der Zukunft nicht. Wir wollen also unsere Leitungen möglichst im Straßenraum haben. Und bevor dann der Straßenbau richtig losgeht, legen wir also unsere komplette Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgungsleitung um, was auch in diesem Falle nicht ohne großen Aufwand ist, weil natürlich die Leitungen während der Baumaßnahme in Betrieb bleiben müssen. Wir haben dazu eine Firma aus der etwas weiteren Region, aus dem Raum Rostock, gewinnen können. Am Montag, am 21. September, sollen die Arbeiten losgehen. Wir hoffen, dass wir vor Ende des Jahres mit dem Gröbsten durch sind. Wir werden auch Trinkwasser ein wenig ändern, weil die Leitungen, die heutzutage verbaut werden, einfach eine längere Haltbarkeit haben. Und wir wissen, wenn der Straßenbau erstmal fertig ist, dann werden wir viele, viele Jahre dort unten nicht mehr rein dürfen. Und eine Leitung, die vielleicht noch 10, 15 Jahre halten würde, die wird ausgewechselt. Auch der Bürgermeister Joachim Wölm erklärte, können wir die Zeichnungen bekommen? Nicht. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Schulstraße, es wird kommenden Montag, dem 21.09. diesen Jahres zu großen Einschränkungen für Sie kommen, da ab dem Zeitraum die Straßenbauarbeiten in der Schulstraße beginnen, wie Sie sicherlich auf der Einwohnerversammlung erfahren haben, werden dann auch sehr große Einschränkungen sein, der Sicht, wo Sie Ihr Fahrzeug parken wollen oder müssen, ja, zur Arbeit kommen. Diese Baumaßnahme ist ja zeitlich begrenzt und ich denke, im Frühjahr nächsten Jahres wird diese Baumaßnahme abgeschlossen sein und sie wird eine sehr schöne Straße werden, so wie sie konzipiert ist. Und ich hoffe, wir überstehen diese Zeit gemeinsam und helfen den Bauarbeitern und der Firma, dass wir das so schnell wie möglich über die Bühne bekommen. Die Baufirma ist eine Wittenbecker Baufirma, Wittenbecker Bau GmbH. Firma Greve ist das. Die werden sicherlich auf Sie zukommen. Sie haben sehr große Erfahrung im Straßenbau und auch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern und werden die Zusammenarbeit mit Ihnen suchen. Und ich denke, es wird eine große Hilfe für Sie sein. Die Finanzierung des Straßenbaus erfolgt über Fördermittel vom Land und vom Kreis. Sicherlich hat die Gemeinde auch einen Anteil daran zu zahlen. Von ihm haben wir die Zeichnungen bekommen. Problem ist sicherlich der Schülerverkehr. Hier können die Busse natürlich nicht mehr in der Schulstraße fahren. Busse für den Schülerverkehr werden dann über die Straße der Jugend umgeleitet oder geleitet. Und dort befindet sich auch die Bushaltestelle für die Schülerinnen. Es werden hier alle Leitungen erneuert. Ebenso für den geplanten Neubau des Seniorenheims. Auch die Wemacom verlegt hier ihre Glasfaser.
Die Bushaltestelle wird in die Kurve der kurzen Straße. Das war mein Bericht aus der Schulstraße. Und damit gebe ich zurück in die Redaktion zur Bearbeitung. Nicht drauf. Jung gegen alt im Jugendclub. Ich finde das schön. Danny Hunt. Boah, der pumpt aber einen. Der pumpt ja. Das fangen üben wir nochmal, ne? Und dann schießen auch. Nati, das wäre Kopfball gewesen.
das fand übel noch, ne? Und dann schießen auch. Am stillen Plätze Zeugen erzählen und verdammt. Na, die, das wäre Kopfball gewesen. O schön verzogen Mädchen, die blieben, die Herzen als Gefälle brennt. Hier geht Gefäge, der große Denker. Ach, ihr alten Säcke, was ist denn los mit euch? Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit, bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung ab dem 26. September 2020 wieder ein. Sie wissen doch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit den Nachrichten aus der Region auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Regie und Moderation zu dieser Sendung hatte ich, Melina Peker, ihr Lokalfernsehteam der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen der regionalen Schule am Schollener See in Bad Klein. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Sendung wieder auf diesem Kanal zu begrüßen. Unsere Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen im Schuljahr 2021. Polina Kaminska, Leiterin der Redaktion. Marvin Kühn, Produzent. Liz Eils, Kamera und Moderation. Kim Goldammer, Kamera. Lucy Maron, Redaktion. Und Melina Peker, Planung und Einsatz. Dann bis zum nächsten Mal, Ihre Melina und tschüss.